Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute mit Templates auseinandersetzen. Templates sind was, was euer Leben deutlich leichter machen wird, denn ich glaube, niemand von euch hat Lust, all dieses HTML-Gedöns in tatsächlich Python zu schreiben. Das ist wirklich sehr, sehr unpraktisch und deswegen gibt es sowas wie Templates. Ja, und in Python bindet man dann einfach dieses wunderbare Template ein und schon sind alle glücklich. Gut. Dazu brauchen wir nicht mal irgendwas Besonderes, sondern wir können hier einfach die Render-Template-Methode verwenden. Ich lagere jetzt aber zuerst einmal das Ding hier in ein HTML aus. Das heißt, wir machen das. Hier New File und dann ist es einfach mein, wie haben wir es genannt? Index.html. Okay, und hier kommt dann einfach das Zeugs hier rein. Das machen wir noch ein bisschen richtig angeordnet. So, wunderbar. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. Jetzt müssen wir es nur noch hier einbinden. Also das ist ganz normales HTML, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Es gibt ein paar Spezialkommandos, die werden wir auch noch uns angucken, keine Sorge. Aber gut, hier wollen wir jetzt natürlich einfach nur das Template zurückgeben und das machen wir, indem wir hier render-template angeben. Und zwar von welcher Seite? Naja, natürlich von index.html. So, und wie ihr unschwer an diesem wunderbaren roten, unterkringelten Zeugs sehen könnt, haben wir hier einen Fehler drin, logischerweise, weil wir es noch nicht importiert haben. Das heißt, wir können jetzt hier einfach Render Template verwenden und schon haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt können wir hier zurückgehen auf unseren Localhost und sehen einen Fehler. Natürlich, weil ich was vergessen habe, und zwar müssen wir hier in unserer HTML oben drüber auch noch ein bisschen was anderes schreiben. Und zwar muss der Doctype hier definiert sein. Das heißt, wir sagen ein Doc. Doctype HTML. Okay, perfekt. Und eine weitere Sache noch, ihr könnt nicht hier einfach diese index.html im selben Ordner erstellen, sondern ihr braucht einen Unterordner, der sich Templates nennt. Einfach Templates reinschreiben und dann ziehen wir unsere index.html hier rein und drücken auf OK. Und ja, jetzt ist die hier in dem Ordner Templates. Das heißt, Flask weiß, wo es nach diesen Templates eben schauen muss. Das heißt, wenn wir jetzt neu laden, dann sehen wir hier, es hat offensichtlich das neue Template geladen. Jetzt kann ich hier wieder zum Beispiel Morpheus eingeben und ich werde automatisch weitergeleitet an unsere andere Seite. So, das bedeutet für euch im Endeffekt, ja, ihr habt hier die Möglichkeit, Templates zu verwenden, wenn ihr zu faul seid, alles in Python zu schreiben. Wenn ihr nur daran interessiert seid, eine API, das heißt eine Programmierschnittstelle für euer Frontend, was zum Beispiel in Angular oder sonst irgendwas ist, zu schreiben, dann müsst ihr euch hier nicht mit irgendwelchen Templates rumfuchsen. Dann würde ich euch hier sowieso empfehlen, immer irgendwie JSON-Format zurückzugeben. Aber das kennt ihr hoffentlich, wenn ihr mal Python gemacht habt. Ansonsten könnt ihr das bei mir natürlich in den Python-Tutorials an sich noch nachgucken. Okay, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal geht's um ein paar Parameter hier für unsere Templates. Wunderbar, bis dann. Ciao.